Ja, dann schreibe ich mir auf, das wird für meine nächste Arena verwendet. So, ansonsten haben wir hier kleine Farmen. Twi'lek lebt bescheiden. Eine interessante Grabstätte, auf die ich nicht näher eingehe. Weil aus Sicht Iruniens ist diese Grabstätte Blasphemie. Und eigentlich ist Twillys bloße Existenz Blasphemie. Wer schaltet ja nicht ganz halt sein Headset an und aus? So, ein paar Schafe. Also was richtig Spannendes gibt es jetzt hier auch nicht zu sehen. Ich habe gedacht, mein Gott, jetzt reist du in der Welt herum und zeigst dir alles Spannende. Guck nicht hoch. Guck nicht hoch. Es ist so grausam. Twilonia sind Barbaren. Barbaren! Tja. Ich sag's nur. Barbaren. Furchtbar. Guckt euch das an, er opfert hier Melonen, Kürbisse. Und er meint, er wäre zivilisiert. Dem geht doch auch nur ein Licht auf, weil er da ein Leuchtfeuer gewonnen hat. Aber eine schöne Farm ist das. Was hat er da ganz am Anfang? Melonen? Keine Kürbisse? Er hat keine. Ach, da hinten Kürbisse. Okay. Damit kann ich leben. Wo sind seine Stiefköpfe? Ja, das ist auch eine interessante Frage. Wo verwahrt Twilly seinen Geheimvorrat an Stiefköpfen auf? Oh ja. Darf ich sagen, dass ich das irgendwie so ein bisschen gemein finde? Ich meine, alle haben so tolle Sachen wie Yoshi-Eier, hier Lichtsäulen, Enderportal-Frames, Schwammblöcke. Nur ich, weil ich die ganzen Turniere immer leite, krieg gar nichts. Ich bin dafür, heute darf sich der Spielleiter auch mal was aussuchen. Jemand dagegen? Ich höre Schweigen. Das heißt, alle sind meiner Meinung. Heute kriegt Iro auch mal was. Ah, einer ist dagegen. Ari? Was hat denn die große Butterfliege dagegen? Ja, Fabian, ich weiß, dass du ein Schleimer bist. Das musst du nicht auch noch verdeutlichen. Ich bin so fies. Boah, aber hier hat er ja auch richtig Land zugelegt. Ja, der gute Twilly legt Land zu. So. Damit wären wir bei der kleinen Stadtführung eigentlich auch schon beendet. Die tue ich mal weg. Das war Creative-Zeug. Eigentlich kann ich jetzt die Rüstung wieder anziehen, denn wir machen noch ein bisschen was. Denn das Turnier beginnt ja jetzt erst in einer Stunde. Wir haben noch eine Stunde Zeit. Leute, was können wir alles in einer Stunde machen? Diesen Teleporter nutzen. Lebt der Server noch? Hat Twilly den kaputt gemacht? Ach so, Team Garstig gibt es ja nicht mehr seit letzter Woche. Oder habe ich heute vor mitzuspielen? Ach, nehmen wir das Team hier einfach mal raus. Es ist blöd mit den Teams, dass man nicht zwei. Oh ja, nur Creative Mode. Oh, bin ich schon wieder. Wenn der Server-Admin etwas macht, dann ist das egal, ob er im Creative Mode ist oder nicht. Ha! Mein Ironien. So, Aichan wollte nochmal einen Blick auf das riesige Reikfaser werfen. Und natürlich gönnen wir ihr diesen Blick auch unter Willpower was von mir.
Okay, also das Turnier wurde soeben um 10 Minuten verschoben, da unsere Quatschköpfe ja eh meistens immer auf den letzten Drücker kommen und da noch rum Blödsinn machen müssen, ist doch sowieso okay. Wie lange? Och, also ich sag mal, einen halben Tag war ich damit beschäftigt, die ganzen Schafe zu scheren. Oh Gott, und da will der Nächste was von mir. Ist heute ein Turnier. Und, Nein. doch. Und die andere Hälfte war ich halt beschäftigt, das Ding zu bauen. Ich benutze halt Original-Sprites als Vorlage und versuche dann ungefähr den Farbton zu treffen. Es gibt halt in Minecraft wesentlich weniger Farbblöcke als halt Farben auf so einer Farbtabelle, das ist klar. Mit 16 Farben kann man jetzt nicht original nachbauen. Aber das ist bisher, ich sag mal, das Größte, was ich bisher gebaut habe. Meine, ansonsten gibt es ja noch mein Potrott. Das sieht man ja da vorne. Das kennt ihr ja auch schon mittlerweile, denke ich. Es ist nicht ganz so groß. Und als nächstes wollte ich halt mal wirklich planen, mir Raupi und Smetbo wieder in meine Stadt zu setzen. Denn in meiner alten Stadt standen sie halt auch drin. Ha! Geschieht ihm recht, gönnt mir kein Item. So, was haben wir denn jetzt heute vor? Erstmal Inventar leeren. Damit fängt es an. Jeder tolle Tag beginnt damit, dass man erstmal sein Inventar leert. So. Nee. Da, nö, hier rein. Zack, zack. Ich habe ein bisschen Holzvorräte angelegt. Denn momentan ist das recht angenehm, mit den ganzen Mods Holz zu ernten und irgendwann hat man da mal wieder keine Mods. Und dann ist das wieder so richtig mühsam, Holz zu ernten, Stück für Stück. Von daher ist das ganz praktisch, wenn man sich jetzt halt so einen kleinen Vorrat anlegt. So, hier müsste das Zeug sein. Das ist der Rest. Dort haben wir. Ja, ich habe ein bisschen mehr an Vorräten als der gute Zwergi. So, das und das. Kommt, glaube ich, nee, dort rein. Ah ja. Ach so, nee, da hinten. Dort. Nee, ein tiefer. Noch ein tiefer. Dort. So, die Sachen sind noch alle fit. Ich glaube, meine Rüstung, da könnte das und auch der Helm mal wieder ein bisschen Heilung vertragen. Ist ja auch toll, durch Mods das Ganze geregelt. So. So. Wir fahren jetzt los zu meinem kleinen Schneedorf und nehmen natürlich unsere, oder vielmehr meine Expressstrecke. Die gar nicht eigentlich so express ist, aber mein Gott. Ich glaube, ich habe das Minecart hier am Bahnhof stehen lassen. Ja. Ich muss dringend mal was mit den Weichen machen. Ich habe keine Idee, wie ich das besser regeln soll. Aber es geht ja immerhin weiter. So. Jetzt bin ich, glaube ich, genau in die falsche Richtung gefahren, aber mein Gott. Kann man noch mal einen Blick auf das Rayquaza werfen, besonders jetzt, wenn die... Jupp. So, wieder eine Weiche. Also da muss ich mir wirklich mal was einfallen lassen, aber es gibt momentan keine wirklich gute Lösung, wie man automatische Weichen macht. Hier wahrscheinlich auch wieder, da wird man... Also quasi, ich muss mich selbst quasi bremsen an der Stelle. Egal von welcher Seite ich komme, um dann halt die Möglichkeit überhaupt zu haben, die Weiche drücken zu können. Aber jetzt kommt erstmal ein breites Stück, keine Weiche mehr. Das sieht halt ziemlich identisch aus. Ein kleiner Zwischenbahnhof. Das geht jetzt halt außen an meiner Kirche entlang. Man jetzt hier so einen richtig schönen Blick auf den höchsten Punkt werfen kann.
Also von hinten sieht die wirklich richtig toll aus. Es ist heute so ruhig hier drin. Wahrscheinlich hat Ryuka alle richtig eingeschüchtert. Oder schon alle rausgeworfen. Ich meine, wir hören das Kickgeräusch ja nicht. Ich guck mal nach. Wenn ich alleine drin bin. Ah ne, sind genug da. Alle haben sich gemutet. Oh Mann. Weiterfahren bitte. Das ist auch ein schöner Turm. Ach komm. Ah, die Teilstrecke hier. So, komm. Oh. Na los. Geht doch. Warum das an der Stelle so rumbackt, weiß ich nicht. An der Stelle jetzt komischerweise auch. Das ist wahrscheinlich dann der sogenannte Vorführeffekt. Und jetzt kommt gleich wieder eine Weiche. Und dann geht's auf die Trasse Richtung Schneedorf. Ja, hier ist die Weiche. So, jetzt kann ich mich zurücklehnen, den Rest der Fahrt genießen. Im Hintergrund sieht man jetzt schön die Kirche, wie sie da die Skyline oder wie sie sich auflöst an der Skyline. So, und jetzt müssten wir auch langsam in die verschneiten Gefilde meines friedlichen kleinen Schneedorfes kommen. Oder auch nicht. Ich habe die Strecke kürzer in Erinnerung. Besonders wo man hier jetzt schon, das ist die, der Turm ist übrigens da, wo wir letzte Mal die Farm, hier die Zuckerrohrfarm angelegt haben. Ich glaube, man sieht ihn so leicht durchflimmern. Aber, ja, hallo, das kommt davon, wenn man ständig seine Minecarts vergisst wegzuräumen. So. Haben wir hier eine Kiste für Minecarts? Ja, da hinten kann man sehen, das ist halt unsere Zuckerrohrfarm. Also so weit ist das jetzt auch nicht mehr von der eigentlichen Stadt entfernt. Und ich habe so das Gefühl, in 1, 2, 3 Monaten findet eine Zusammenführung zwischen Schneedorf und Stadt statt. Stadt. Das klingt toll, oder? Zweimal das gleiche Wort, aber ein bisschen anders geschrieben. Habe ich hier eine Kiste irgendwo, wo ich die Minecarts erstmal reinstecken kann? Habe ich einen Ofen? Toll. Das ist hier mein verschneites Dorf. Ich weiß nicht, waren wir hier schon mal? Wenn ja, war es lange her oder einmal kurz irgendwann mal. Ah, habe ich mir noch ein paar Sachen. So, was machen wir denn jetzt hier? Und zwar möchte ich gerne ein kleines, eine kleine Brücke anlegen. So wie Zwergi sie gebaut hat, nur ironischer. Und wenn ich sage ironischer, dann meine ich halt größer. Und was braucht man, um eine große Brücke zu bauen? Eigentlich nicht viel. Wir brauchen nur diesen Wald hier komplett. Und deshalb werden wir uns jetzt mal wie so eine garstige Termite hier durch den Wald schnetzeln. Zwergi fragt Größe. Ach, das könnt ihr ja selbst lesen. Länger nicht. Breiter, höher, stämmiger, dicker. Denn wenn schon eine Vereinigung der Städte kommt, der Orte kommt, dann will ich da auch gut drauf vorbereitet sein. Ich hatte die Idee schon, bevor ich Zwergis Brücke gesehen habe, aber ich habe gedacht, was soll jetzt keine Brücke zwischen den beiden Orten? Du hast ja schon die Trasse, das reicht. Aber die Trasse kann man halt so schlecht zu Fuß ablaufen. Das ist halt richtig mies. Ah, Zwergi, wenn du mich schon hören kannst, beleuchte mal deine Brücke, die ist...